I had the idea for the book a few years ago. Ich hatte vor ein paar Jahren die Idee, gemeinsam mit meinem Vater ein Buch zu schreiben. Das Buch sollte einige Arbeiten meines Vaters so erklären, dass mein Sohn, meine Neffen und andere Kinder sie verstehen. Das Ergebnis war dieses Buch, Der geheime Schlüssel zum Universum. Es ist ein Führer durch den Kosmos, für Anfänger sozusagen. Aber vor allem ist dieses Buch eine fantastische Geschichte über zwei Kinder, die durchs Universum reisen. Am Ende vom Der geheime Schlüssel zum Universum kommt George nach Hause. Er geht in sein Bett und er sieht hinaus in den Nachthimmel. Er denkt, seine Abenteuer wären vorbei, aber ich weiß, dass sie es nicht sind, weil ich weiß, dass George wieder auf eine neue Abenteuerreise geschickt wird. Er ist auf dem Weg zu einem unbekannten Ziel. Ich weiß, wo er hingeht, er nicht. Die aktuelle Reise führt George und seine Freunde auf eine abenteuerliche Tour quer durchs Universum. In die eisige Polarregion des Mars, zu schwarzen Methanseen auf dem Saturnmond Titan, zu Überresten der legendären Landesonde Huygens und auf eine unglaublich aufregende Spurensuche nach fremdem Leben im All. Spannende Beiträge führender Wissenschaftler vermitteln den neuesten Stand der Forschung. Atemberaubende NASA-Farbfotos und Computergrafiken geben einen faszinierenden Einblick in fremde Planetenwelten. So ist diese Weltraumreise ein packendes Abenteuer und zugleich ein Buch über die moderne Raumfahrt. Den zweiten Teil von Georges Abenteuern habe ich wieder mit meinem Vater geschrieben. Er war der wissenschaftliche Berater. Und es ist sehr aufregend und ich glaube, manche Leute werden es sehr unerwartet finden. Es spielen dieselben Charaktere mit, die Stimmung ist ähnlich und es enthält wieder viel Wissenschaft. Man kann viel lernen, wenn man das Buch liest. Die unglaubliche Reise ins Universum untersucht die Frage nach fremdem Leben im All und ist zugleich eine wunderbare Einführung in die moderne Raumfahrt. Ein Buch, das Kinder und Erwachsene gleichermaßen begeistern wird. Ab 7. September im Buchhandel.